Hallo und willkommen in unserer neuen Spielzeit. Meine vierte Spielzeit als Chefregisseur und Intendant des Komischen Oper Berlin. Es freut mich sehr, dass am 2. Oktober kommt unsere erste Premiere, Offenbachs sehr berühmte, fantastische Stück Hoffmanns Erzählung. Wir haben ein fantastisches Ensemble in einer sehr besonderen Fassung. In unserer Inszenierung kommt drei Hoffmanns auf die Bühne. Ein Schauspieler Hoffmann, ein Baritone Hoffmann und ein Tenor Hoffmann. Warum ein Baritone Hoffmann? Weil Offenbachs Originalidee war, das Stück zu besetzen mit einem Baritone. Und er hat aber es nie gemacht, weil das Stück ist dann entwickelt mit einem Tenor und Offenbach ist dann früh gestorben, vor der Premiere. Das bedeutet, das erste Mal, man kann ein bisschen Hauch hören, über was war Offenbachs Originalintention mit dieser Rolle. Es ist ein Stück voll mit fantastischen Melodien. Es ist ein Stück über Angst, die unheimlich, es ist skurril, es ist grotesk, es ist berührend, es ist ein Meisterstück. Guys, what's it like to share a role between three people? I think that the part of Hoffmann is a very complex role. It's the duality of the human being. Es ist für mich schon interessant und spannend, aber auch schwer, weil ich muss verstehen, was die anderen verhandeln, was sie denken, damit ich eine Haltung dazu entwickeln kann. Fühlst du wie ein Tenor, wenn du diese Musik ein bisschen, singst? Ja, ja, ich habe das gesehen in der Probe. Es gibt eine ganz andere Körperhaltung, es gibt eine ganz andere Einstellung, es macht Spaß. Ja. Und gibt es besondere musikalische Herausforderungen in dieser Musik, in dieser Rolle? Ja, ich meine, lange Phrasen, langer Atem. But, you know, at this particular production, I don't feel stressed or anything. See, he feels not stressed. Gibt es einen besonderen musikalischen Moment, dass du denkst immer, ach, das ist mein Lieblingsmoment? Ja, nur ich habe auch einen sehr bescheidenen Geschmack. Also die Barcarole ist natürlich, die rührt an, auch wenn sie so populär ist. Ja. Ich kann mich davor nicht wehren. Entire opera is so beautiful, you know. Musically, it's really rich. Hoffmann ist eigentlich ein narzisstischer, melancholischer Alkoholiker. Du bist kein narzisstisch melancholischer Alkoholiker, vielleicht melancholisch, aber hast du ein Lieblingsgetränk? Ja, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen worden, möchte ich sagen. Ja. Und das ist natürlich eine Bierlandschaft. Ja. Und, I will sound very sort of stereotypical, but I like, you know, nice little shot of vodka. Gin? Sehr gerne. Das bedeutet, Wodka, Bier und Gin sind die Alkoholwahl von meinen drei Hoffmanns. Ich bin Barry Kosky, Chefregisseur und Intendant des Komischen Oper Berlin. Unsere Premiere von Hoffmanns Erzählungen ist am 2. Oktober 2015. Buy your tickets. But don't look at me. Keep talking. Go away.